Ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen-Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir, was die geistige Welt für Informationen und Impulse für die erste Augustwoche hat. Und zwar vom 1. bis zum 7. August. Es ist eine allgemeine Legung. Nehmt also mit, was mit euch resoniert und was nicht resoniert, das lasst ihr für andere übrig. Um alle Informationen für die Woche zu haben, müsst ihr Folgendes tun, und zwar am Ende der Legung auf die Playlist klicken, erste Woche August, und euch da euren Aszendenten für Beziehungs- und Liebesthemen eben auch Mond-Venus mit anschauen. Erst dann wird ein ganzes Bild daraus. Ihr habt, oder jeder von euch hat eine eigene Playlist für das Sonnenzeichen bzw. Aszendenten und Venus. Klickt euch da mal durch, sind einige Videos für August erschienen bereits. Vielleicht habt ihr was verpasst und findet da noch was, was euch interessiert oder hilfreich ist. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Stiere für die Woche vom 1. bis zum 7. August und fragen nach der Hauptenergie, die die Stiere in der Woche begleiten wird. Okay, vielen Dank. Die flog mir wieder in die Hand zurück, deswegen dachte ich, das fühlt sich gut an. So, was haben wir denn hier? Zwillingsenergie. Meine Lieben, also, 9 der Münzen als eure Hauptenergie. Ja, schlicht und ergreifend, ihr möchtet euch Gutes tun, ja, ihr seid sehr achtsam und lebt sehr bewusst, einige von euch, aber es geht hier ums Wachstum, also wirklich um das Streben, um das Gefühl der Sehnsucht nach, jetzt muss es weitergehen, ja, ich möchte mehr verdienen, ich möchte mich gesünder fühlen, ich möchte auch mehr Bereicherung und Wachstum in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, also wirklich die Ausrichtung auf die Fülle, auf das Wachstum. Ist so eure Hauptenergie. Meine Stiere, also, da scheint mir in der Vergangenheit, seid ihr entweder finanziell übers Ohr gehauen worden oder ihr habt in einem Urlaub zu viel ausgegeben oder aber euer Arbeitgeber schuldet euch noch Geld. Beziehungsweise kann es hier auch jemand sein, dem ihr Geld geliehen habt. Ihr könntet euch aber auch verspekuliert haben im Rahmen einer Selbstständigkeit. So. Jedenfalls ist da Frust und für einige von euch auch Motten anstatt Münzen in der Kasse. Das hat jetzt ein Ende. Ihr geht, also ihr richtet euch wirklich ganz minimalistisch, sage ich schon fast, auf eine Richtung aus. Und das ist die Richtung Selbstentfaltung. Ihr habt verstanden und gefühlt, dass wenn ihr das macht, was, also was inneres Wachstum auslöst, dass sich das auch im Außen widerspiegelt. Das heißt also, hier geht es wirklich darum, Energien zu konzentrieren und zu sammeln. Dabei werdet ihr feststellen, wie viele Zecken ihr eigentlich im Pelz hattet. Also, und diese Zecken können Menschen sein, denen entledigt ihr euch, zumindest enttarnt ihr sie in der Woche. Ja? Also ihr seid nicht mehr die Marionette für jemanden, ihr seid auch nicht mehr die Kuh, die man melken kann für jemanden. Ihr seid auch nicht hier die Krafttankstelle für Gott und die Welt und für euch ist keiner da, das hört auf. Aber das hört auf so eine friedliche Art und Weise auf, wisst ihr? Also das ist nicht so, manchmal hat man ja auch die Energie von Kahlschlag, das ist bei euch gar nicht so. Das ist so ein ganz stiller Prozess und die Menschen merken so nach und nach, huch, irgendwas ist aber anders. Wie, du hast keine Zeit mehr. Wie, du kannst mir jetzt gerade nicht nochmal Geld leihen. Wie, du brauchst jetzt mal Zeit für dich. Ja, also ich sehe viele hochgezogene Augenbrauen und zuckende Augenlider, weil ihr halt einfach ganz souverän und lässig aus diesem Spiel aussteigt. Ihr macht auch, also es bezieht sich nicht nur auf Menschen,
Was bedeutet das? Das bedeutet, viele von euch legen sich jetzt ein Haushaltsbuch an, machen sich einen Sparplan, gucken vielleicht, hey, was kann man noch zu Geld machen? Aber es geht hier nicht nur um das Finanzthema, ne? Also es geht hier auch darum, in sich selber zu schauen, hey, was kann ich denn eigentlich? Wo liegt denn meine Passion? Wofür brenne ich in diesem Leben? Und das kultiviert ihr. Das ist wahnsinnig schön, weil das auch auf so eine, das ist so eine unaufgeregte, fast schon erhabene Energie, die darüber kommt. So, ihr habt es gar nicht nötig, das mit Pauken und Trompeten anzukündigen, sondern ihr macht es einfach und seid total glücklich damit. Wir klären das Ganze hier nochmal. Ja, schaut mal hier. Der Turm, die 5 der Münzen, ja, also euer Glück ist auch schon zum Greifen nah, ja. Euer Glück ist da zum Greifen nah. Und ihr habt auch keine Lust mehr, euch zu fühlen, also ausgenutzt zu fühlen. Ihr habt keine Lust mehr, im Kalten stehen gelassen zu werden. Also wirklich ganz plakativ, ja. Also ihr seid für jeden da, aber wenn ihr was braucht, dann, ja, ist ganz schlecht heute. Und da habt ihr keine Lust mehr drauf. Und ihr besinnt euch auf euren Wert. Ihr besinnt euch auf das, was ihr könnt und wofür ihr lebt, wofür ihr brennt, was euch lebendig macht und euch ins Wachstum bringt. Und ihr erkennt dann plötzlich, dass euer Glück zum Greifen nah war. Hier werden auch einige, nicht nur Zecken, also sondern so Deluxe-Zecken, also wirklich Leute, die euch sehr bewusst übers Ohr gehauen haben, sehr bewusst ausgenommen haben, ja, was nichts mit Liebe zu tun hatte oder Freundschaft oder wie auch immer, die werden sich durch diesen Prozess, werden die ihre Masken fallen lassen. Und hier gibt es mit dem Turm wirklich auch Abbrüche, ne, zu Menschen. Und auch zu Menschen, wo es weh tut. Aber ihr stürzt euch in dieses Unbekannte, sag ich mal. Ne? Also ihr sagt, ich weiß zwar nicht, wie es da und da weitergeht und ich weiß auch nicht, wie lange ich brauche, um diesen Kontaktabbruch zu verdauen, aber mit diesen Menschen geht es mir wahrscheinlich immer schlecht und wahrscheinlich irgendwann auch immer schlechter. Und das ist nicht das, was ich will. Dann lieber einmal ein Ende und ich gucke mal, wie lange es dauert, bis ich es verarbeitet habe. Aber dann habe ich die Chance auf Selbstentfaltung, Fülle und Wachstum. Mutig. Wirklich. Das ist Größe zeigen. Wir fragen nach einer Überraschung. Und da ist sie schon, der Magier auf dem Kopf. Wieder Zwillingsenergie. Jetzt haben wir ihn zweimal hier auf dem Kopf liegen. Also es ist tatsächlich, es ist nicht so dieses, ich muss was tun, ich muss jetzt unbedingt umsetzen und hier dies, das, keine Ahnung. Das ist diese Unaufgeregtheit von, ich gucke in mich und tue, was mir gut tut und der Rest fügt sich. Ja. Es ist aber auch das wirklich das Strippen durchschneiden zu Menschen, die einen benutzt haben, vielleicht sogar manipuliert haben. Und ihr kommt recht fix. Also im nächsten Dreivierteljahr sieht eure komplette Welt schon anders aus, so wie es hier liegt. Im Namen der Selbstentfaltung, Fülle und des persönlichen Wachstums. Ich drücke euch die Daumen. Aszendent, Mond, Venus dazu ergänzend noch anschauen. Erst dann habt ihr auch wirklich alle Informationen. Ich wünsche euch Münzen anstatt Motten in der Kasse. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.